Hallo an alle Interessierten. Mein Name ist Andreas Schnepf und ich bin Professor für anorganische Chemie und Nanoscience an der Universität Tübingen und befinde mich seit mehr als einem Jahr in der ungewöhnlichen Situation, dass ich mich mehr mit meinem Bildschirm als mit Menschen unterhalte. Zum Glück habe ich als Chemiker noch das Labor, in dem man tatsächlich die Mitarbeiter treffen kann. Der Kontakt zu den Studierenden beschränkt sich demgegenüber, bis auf wenige Ausnahmen im Praktika, auf schwarze Rechtecke am Bildschirm in gezoomten Vorlesungen, was eben leider nur ein schwacher Abklatsch einer echten Vorlesung ist, da die doch sehr wichtige Diskussion und nonverbale Kommunikation nahezu vollkommen fehlt. Diese fehlende Diskussion oder Diskussionsbereitschaft scheint sich auch immer mehr auszubreiten, denn auf Nachfrage, ob die eine oder andere Maßnahme sinnvoll oder übertrieben ist, erfährt man nur Ablehnung oder wie kürzlich einigen mutigen Schauspielern passiert, Anfeindung und Diffamierung. Es ist an der Zeit, zu einem sachbezogenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs im Rahmen der Corona-Krise zurückzukehren, sowie geltende demokratische Grundwerte zu achten.